Dies hier gilt als das erste Foto eines Menschen. Wenn man am linken Bildrand genau hinschaut, kann man ein Individuum deutlich erkennen, was merkwürdig ist. Weil das Foto in Paris aufgenommen wurde, und zwar mitten am Tag. Ich meine, es waren unzählige Menschen unterwegs und fuhren in Kutschen durch die Straßen und man sieht nur einen. Der Grund dafür ist, dass die Aufnahme damals eine Belichtungszeit von etwa 10 Minuten erforderte und die meisten sich einfach zu schnell bewegten, um erfasst zu werden. Nur dieser eine Mann stand still, und zwar weil er Schuhe putzte, was circa 10 Minuten dauert.